Descent 2. Achso. So, wer bist du? Du bist es nicht. Ui. Du bist es auch nicht. Du warst es nicht. Und du bist es auch nicht. Also der Udil ist wahrscheinlich dann eher einer von den Udils hier. Ja? Achso, da wollte ich hin. Und da wollte ich auch suchen. Man sieht leider nicht, wer es war. Es kann einer von unseren gewesen sein oder auch nicht. Irgendwann, wenn ich in die Legends reingucke, werde ich das herausfinden. Wie gesagt, der Plan steht immer noch. Irgendwann mal einen Spielstand hier rausgreifen. Da müsste ich mal gucken. Gut, im Gegensatz zu den anderen Staffeln, wo ich es ja auch noch vorhabe, kann ich dann keine Gesamtlegend machen. Ja, also meinen sozusagen Überblick über die Festung. In anderen drei Staffeln geht es ja einfach. Einmal waren es ja, glaube ich, jeweils nur, die ersten beiden waren jeweils 10 Stunden. Die kann man dann da zusammenfassen an Spielzeit. Um sozusagen die Geschichte der Festung zu machen. Bei der Staffel 5 geht es wahrscheinlich auch noch mit knapp 30 Stunden. Bei dieser hier wird schwer, über 100 Stunden in eine Folge Geschichte zu packen. Dann kann man das dann so einteilen. Aber wie gesagt, große Pläne, keine, beziehungsweise, ja, keine Umsetzung. Große Pläne, keine Umsetzung. Genauso sieht es aus. So, ihr holt jetzt die Steine oder setzt ihr die Mechanismen? Ihr lauft da einfach nur im Kreis. Okay. Ihr macht das schon. Ich bin da voll auf eurer Seite. Na, guck mal, der Sargjob ist fertig. Können wir direkt die nächsten wieder bauen. Wir sind auf alles vorbereitet. Wenn die 400 steigt, wenn wir auf über 400 steigen, dann sind wir vorbereitet. Ja. Ich wollte das. Nee, es ist ja. Olasch hat diesen. Ich glaube, das ist eine coolere Aktion nachher sozusagen für mein 10-Jähriges. Wenn ich dann sowas sozusagen dann dahin packe. Vor allem habe ich dann erstmal noch einen Puffer von 6 Monaten. Wenn ich dann mein 10-jähriges YouTube-Jubiläum habe, dann packe ich da, mache ich dann bestimmt. Vielleicht mache ich es dafür, wenn ich es vorher nicht schaffe. Also wenn ich das andere Projekt, was ich eigentlich dafür vorhabe, nicht schaffe, dann mache ich das. Also als Plan. Was braucht die Festung denn jetzt noch, außer mehr Zwerge und einen Angriff? Eigentlich müssten wir wieder dumpen, ne? Nein, das ist eine Überraschung. Ich weiß noch nicht mal, ob sie jemanden freuen will. Es würde mich einfach nur freuen, das Projekt zu machen. Ob es an den Zuschauer gefällt. Ah. Man macht es ja zur eigenen Unterhaltung, ne? Nein. Boah, das klingt voll fies. Aber das, nee, hier unten brauche ich nicht dumpen. Das habe ich doch letztens schon festgestellt. Das wird alles verbrannt beim nächsten Angriff. Wir können hier draußen vor der Tür, hier, wo letztens die ganzen Elfen waren, das können wir mal dumpen. So, dump das hier mal alles. Ja, dann müssen jetzt die Idler auch direkt wieder wupp, oder? Nö. Warum nicht? Aber ich habe meine Dump ist noch da, ne? Ja, ist noch da. Ist immer noch ein Garbage-Dump, der aktiv ist. Trotzdem haben wir noch 25, 35. Was denn jetzt passiert? Es will gar keiner mehr arbeiten.
Die Bäume sind. Gut, da liegen zwei Holz rum. Wer soll die abholen? Was ist denn jetzt? Ich habe doch nicht so viel in das Dampen. Also, ist das hier. Das muss ich jetzt aber nochmal. UL. So, Moment. So. Es ist ja Garbage Dump. Gab es das hier, glaube ich, extra, ne? Hauling, 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 Hauling. Refuse, ist das Refuse? Cleaning, Level Operating. Ich glaube immer noch, dass es Refuse ist. Und das sind so viele. Da dürften sie sich jetzt eigentlich gar nicht weigern. Ach, schwer enttäuscht. Doch nicht auf der falschen Ebene gemacht, ne? Ach, es ist verboten. Ja, das erklärt's. Wir können auch alles mal hier wieder erlauben. Dann sprinten die gleich alle wie die Irren los. So. 17. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob sie alles dumpen oder so, aber auf alle Fälle tun sie jetzt was. 15, 9, ja, perfekt, jetzt laufen sie alle los. Jetzt kann man hier unten einmal gucken. Und da sprinten sie jetzt alle los. Ja, Müll wegbringen, super. Ist der auch tot? Ist der auch verboten? Nö, doch eine Leiche. Ist alles verboten. Huch, so. Ach, die Leiche können sich wegbringen, weil unser Leichenstapel voll ist. Guck mal, 6. So muss das aussehen. Keine Eidler mehr. Fast keine. Bis auf die, die nicht eideln dürfen. Die eideln dürfen. So rum. Wir müssen es ja nicht wieder so verkommen lassen wie beim letzten Mal, ne? Sonst müssen wir ja wieder mit dem DF-Hack arbeiten, um das wieder sauber zu kriegen. Das können wir jetzt ja mal verhindern. Wenn wir schon immer so viel Eile aktuell haben, sollen sie es durchziehen. Sollen sie es alles hier auf den Atom Smasher schmeißen hier? Dafür gibt es den. Jetzt müssen wir die Wand hier eigentlich. Die können wir nicht umbauen, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, bau jetzt eine Wand da drüber. Weil. Nö. Ich kann die auch sonst nicht mal. Ich muss die rausnehmen, ne? Genau. Das heißt, wir nehmen die Fortifications hier raus. Jetzt mal wieder voll vieles Loch in der Wand. Das ist jetzt wieder der Moment, zu viele Aufträge für zu wenig Zwerge, weil ich gerade voll Bock drauf habe, ne? Vor allem kommt dann nachher der Angriff und bis dann habe ich die Mauer nicht wieder aufgebaut. Ich bin so schlau. Ich mache das immer richtig klasse. Wir könnten natürlich die Falle auch jetzt testen. Dann wären wir die Hälfte unserer Zwerge los. Ne, falls wir es wieder spannend machen wollen. So, gucken wir jetzt noch hier. Unseren Slap setzen von dem einen, damit wir den Geist hier los sind. So. Wo wir jetzt auch gerade keinen Eidler mehr für haben. Irgendjemand wird den Slap aber setzen. Eigentlich müssten wir hier jetzt auch die Slaps wegnehmen und woanders, damit wir hier einen Gang hätten. Aber ich glaube, ich werde die einfach zubauen. Die Gänge sonst noch. Also bei den Särgen jetzt nicht, aber bei den Slaps. Das sind ja nur so kleine Gedenktafeln, die liegen da halt auf dem Boden. Ich glaube, da kann man das auch durchziehen und braucht keinen freien Gang dazwischen, oder? Nee. So, kann jetzt einer mal den letzten Sarg da bauen, dann kann ich die zuweisen. Das möchte ich ja gerne in einem Schwung machen. Du stehst doch da, du machst doch irgendwas. Oder trauerst du nur und stehst deswegen da rum? Nee. Okay, Särge zuweisen. So. Sind wir BP, ne? Genau. Keine Tiere.
da sollte jetzt, dann haben wir jetzt wieder über 20 frei. Das sollte irgendwann mal hier in Ordnung sein. Ich kann doch nicht jetzt schon wieder anfangen, hier die ganzen Särge zu bauen. Wir haben nicht mal einen Toten dazu gekriegt und trotzdem sind sie voll. Warum haben sie die ganzen Leichenteile jetzt noch gefunden? Mit einem Loch ausgegraben oder sowas. Im Fall schwebt der Geist irgendwie oben an der Decke in der großen Halle. Böser Geist. Ich glaube, die Arena sollte noch gebaut werden. Müssen wir eigentlich theoretisch irgendwo hier hinterbauen, ne? Irgendwo so hier so, oder? Direkt unter der, warte mal, wenn wir das, der ist ja oben drüber. Darunter machen wir Stützen und wenn die Arena dann zu ungünstig läuft, dann fallen sie hier, nee, unten rein können sie nicht fallen, da ist die Schmiede oben drüber. Wäre auch eine Idee. Es gibt ja, ich weiß, es gibt Stützen in dem Spiel. Ne, die kann man bauen und die kann man mit Hebeln verbinden, dass die dann einstürzen. Ne, somit kann man sozusagen Sachen einstürzen lassen, gezielt. Ich weiß aber nicht, wie die arbeiten. Also dann könnte man theoretisch die Arena auf solche Stützen bauen. Danach unten das mit Magma fluten. Und wenn die Arena dann, wenn das dann zu doof geworden ist, drückt man den Hebel. Die Stützen brechen ein und alles, was da über auf der Fläche lief, fällt in die Magma. Das ist halt so eine Einwegfalle. Weil du kriegst die Stützen ja in der Magma nie wieder neu gebaut. Aber die Idee ist auch schön. Als nächstes, warte, also. Sind das aktuell wirklich nur noch zwei Baustellen hier unten? Was bist du? Du siehst so untot aus. Ein Reacher. Was ist ein Reacher? Ach, guck mal, ein humanoides Monster lurkt unten im Untergrund rum. Manche Zuschauer, die lurken auch. Richtig. Der Gewinner der Arena darf nachher da runterfallen. Jetzt kommt auf an, wer gewinnt. Sehen wir mal an, wir würden doch einen Cave Dragon gefangen kriegen. Der schlägt alle 100 anderen Arena-Kämpfer. Dann würde ich ungern mein Militär da reinschicken, um gegen den zu kämpfen. Nehmen wir jetzt aber mal an, von diesen 100 Kämpfern, die schaffen es, den Drachen zu besiegen und es überleben so 2, 3 Elfen, Goblins oder so, dann kann ich auch mein Militär reinschicken, um das dann zu klären, dass der Gewinner sozusagen noch eine Bonusrunde kriegt. Das ist sozusagen dann die Notlösung. So. It faints death. Also es ist usual in your water. Until a victim passed by. Also es ist eigentlich erstmal egal, außer es kommt jetzt ein Gegner. Und dann hat er lange Arme, um sich den zu schnappen und ins Wasser zu ziehen. Also du bist so ein Unterwasser-Zombie? Ach, wie bei Herr der Ringe, wo so durch diesen Sumpf da laufen, ne? Und die Leute, die dann nachher runterziehen. Ist auch wieder eine Sie. Die ganzen Monster sind alle weiblich. Ne? Den nächsten Satz, den ich kurz im Kopf habe, überspringe ich. Da ging es um meine Frau. Was hab ich denn heute? Okay. Sie ist nicht sehr groß. Graue Haut, schwarze Augen. Okay. Ich habe den Rest nicht zu Ende gelesen, bevor ich mit der damit ankam. Entschuldigung. Das Problem ist, meine Frau schaut ab und zu in meine YouTube-Videos rein. Und wollen wir wetten, dass ich das nachher beim Schneiden vergesse, ich genau hier einen Break setze. Und wenn sie dann das nächste Mal in so ein Video reinguckt, sie guckt meist immer die ersten paar Sekunden und denkt sich, boah, ich verstehe kein Wort. Und genau das wird nachher direkt in den ersten Sekunden von irgendeinem Video laufen.
Und dann werde ich erstmal zur Rede gestellt. Was hast du da erzählt? Ab dem Moment würde sie, glaube ich, immer alle meine Videos durchgucken. Erzählt er da schon wieder? Macht er mich schon wieder fertig? Nein, sowas macht man nicht. Ne? Ein bisschen Spaß geht immer, das versteht sie. Ich muss da auch immer durch. Ist der Drache jetzt? Der ist weg, ne? Der zählt auch als wildes Tier, glaube ich, oder? Der Reacher zählt auch als wildes Tier. Ja, nee, der Drache ist auch wieder weg. Ich muss auch immer mal wieder rein. Ach so. Das ist, also gibst den jetzt einen Namen? Warum gibst du einem Steelmail jetzt einen Namen? Du müsstest doch jetzt eigentlich. Moment, ist das Militär noch falsch ausgerüstet? Equipment. Bei. Moment. Trupp 2. Trupp 2 hat immer noch die. Ach ja, stimmt. Okay, ist in Ordnung. Liegt ja daran, weil ich die ja nicht direkt alle mit der Battle Axe ausrüsten wollte. Jetzt ist die Frage, wie weit seid ihr? Wir haben Mace Lords, wir haben aber auch Axe Lords und Axe Dwarfs, wenn auch nur zwei, warum auch immer. Wie kompetent seid ihr denn jetzt in Sachen Kämpfen? Kann man das da auch vernünftig drüber nachgucken? Also kann ich mir, eure Kampfskills kann ich mir jetzt nicht angucken, ne? Das wäre cool. Ich kann mir auch das Equipment angucken, aber es hilft ja nicht. So, Ari ist die einzige, die komplett auf Stahl schon rumläuft mit der Adamantin-Brustplatte. Der Rest müsste noch umgestellt werden. Könnten auch die Supplies theoretisch, guck mal, die dürfen was zu essen und zu trinken tragen. Das nervt mich. Ich würde gerade Adamant-Standard. Kann ich jetzt nicht zuweisen, ne? Das finde ich schade. Ich kann das immer, glaube ich, immer nur bei einem neuen Trupp. Ich will das aber einem bestehenden zuweisen. Name Squad. Create Squad appointed by this leader. Nein. Disband will ich auch nicht. Enter. Kann ich jetzt den Namen machen? Das hilft mir aber auch nicht. Ich habe immer noch irgendwie im Kopf, dass das ging. Dass ich jetzt theoretisch einem Squad sagen kann, du trägst jetzt die Uniform statt der. Das wäre noch der Plan. Ich will die eigentlich alle mit Stahlrüstung. Sollten sie jetzt eigentlich alle haben können. Ne, dazu die Adamantium-Brustplatte können auch fast alle. Und die Adamantium-Axt können auch alle. Also die Äxte sind auf alle Fälle genug da. Die Brustplatte reicht für einen Trupp. Und die Stahlrüstung reicht sowieso für alle. Da haben wir so viel von. Wir hatten ja mal vier Trupps, wir haben nur noch zwei. Da ist genug Rüstung übergeblieben. Das haben wir ja auch schon feststellen dürfen.